Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben ja aufgehört und ich wollte nicht die Angel ausrüsten. Und wieso ist es auf einmal so laut? Ach Gott, ich komme mit der Steuerung hier einfach nicht zurecht. Kommt davon, wenn ich so lange nicht mehr dieses Spiel gespielt habe. Ihr seht jetzt links auf der Karte, dort, dass zwei rote Kreise abgebildet sind und wir müssen zuerst zu diesen einen links oben, denn rechts oben komme ich noch nicht hin. Werdet ihr gleich sehen, wieso. Denn hier ist zu. Hier ist es versperrt. Na komm. Wieso geht die Stichattacke jetzt nicht mehr? Egal. So kann man es auch machen. Aber das war's nicht. Ich habe das Gefühl, das war's nicht. Hallo. Jump Attack. Verfehlt. Jump Attack. Ich mach das gerne. Sieht spektakulär aus. Ich kapiere jetzt nicht, die Stichattacke war doch... Ah. Ist egal. Was steht hier? Waldschrein. Oh, nicht schon wieder einer. Jeder rennt hier zurück. Au, ich habe mein Schwert vergessen rauszunehmen. So, danke. Stichattacke ist cool. Hier war irgendwo eine Fledermaus. Noch einer. Ah, shit, das war knapp. Beide erwischt. Epic. Lebt hier noch was? Nein. Okay. Machen wir uns auf. Genug herumgespielt. Oder auch nicht. Wahahaha. Was willst du von mir? Hier werden wir es aber wahrscheinlich brauchen, denn wir haben hier ein paar Fledermäuse oben, die wir leicht runtersnipen können damit. Ganz einfach. Und weiter geht's. Und hier oben haben wir noch eine. Hey, cool. Finishing off. Ja, jetzt, genau. Ach, komm. Piss dich. Was ich hier jetzt brauche, ganz kurz, ist die Fackel, denn, wie wir es oft in Zelda-Games kennen, immer zuerst alles anzünden, dann kommt die richtige Schatztruhe. Das hier unten ist ein kleiner Schlüssel. Und das direkt darüber, steckt die Fackel weg, ist unser erstes Herzteil. In diesem Spiel braucht man 5 Herzteile. Und es gibt insgesamt 45 Herzteile, was uns insgesamt durch die Herzteile 9 zusätzliche Herzcontainer ermöglicht. Wir werden später noch zu mehr kommen, aber im Moment haben wir etwas anderes zu tun. Und das ist mir lieber. Ich meine, ich habe meine Zettel hier und ich weiß, dass das erste Herzteil genau das jetzt gerade war. Ja, genau. Jetzt habe ich keine Lust. Und ich glaube, optionsmäßig ist es vielleicht etwas besser, wenn ich diesen Zeiger hier wegnehme. Nein. Nein. Ja. Und zwar, dass ich mit den normalen... Ach komm, jetzt geht... Halt! So. Na komm. Yeah. Stichel, Stichel, Stichel. Was hat er? Okay, ein blauer. Ich meine, man kann die gerne abfarmen für die Rubine, aber im Moment brauche ich die nicht wirklich. Ja, du bist mir etwas wichtiger noch, denn du nervst um einiges mehr. Okay.
Komm, einmal noch. Yeah. Wow. Oh, du warst etwas schneller. Das kriegst du zurück. Okay. Und noch ein blauer. Nein. Ich denke immer, mit B muss ich hier rollen. Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr auf euch. Ich habe keine Lust mehr auf euch, habe ich gesagt. Denn ich möchte hier weiter. Und direkt dahinter muss natürlich einer auf uns warten. Okay, dann halt so. Du irgendwas, ja, grüner. Und endlich habe ich mal das Gefühl, ich komme hier weiter. Denn die vorherigen Teile waren eigentlich nur Tutorials. Oh, da vorne stehen zwei, die miteinander reden. Hallo Leute, wie geht's? Hey, hey, hey. Beherrschung, Beherrschung, Beherrschung. Yeah. Au, das wollte ich gar nicht. Yeah. Schauen wir mal, ob der Baum irgendwas hat. Oh yeah, ein Rubin. Hallo. Oh. Gut, dann machen wir es halt old fashion hier. Ganz normal. Bitte, bitte! Jetzt noch kaufen! Kauf noch was! Nein, danke, Vogel. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann gewisse Dinge einfach nur so nehmen und kein Geld reingeben und einfach gehen, aber das mache ich nicht. Ich brauche gar nichts, deswegen mache ich einfach weiter. Oh, das ging schnell. Kleine Truhe mit wieder einem gelben Rubin. Hier ist irgendwas Besonderes drinnen. Ja, so sieht es in Twilight Princess aus, wenn ich Gräser zerschneide. Oh, das sieht nach einem großen Baum hier aus, nach einer großen Wurzel. Und war ja so klar, irgendwie muss hier was passiert sein, wenn so viele Monster hier sind. Er war gefangen. Luckily, luckily, luckily. Sie sind zum Glück nicht so schwer. Und was wir hier machen müssen, ist einfach nur eine Wirbelattacke und wir haben sie befreit. Aber ich habe meine Zettel dabei erwischt. Oh. Wenn du nicht gekommen wärst, Shorty, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Es ist übrigens ein ziemlich netter Kerl. Hast du mich... Kannst du effisch? Kannst du... Ich will's auch können. Bring mir's bei! Komm zurück! Oh. Okay, er hat gemerkt, dass wir Taro zurückgebracht haben. Er ist ganz happy und... Morgen ist es soweit. Ab nach Hyrule. Die Weide. Hey, Shorty. Das bin ich. So, Shorty, langsam ist es wohl Zeit für dich, für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Nein, danke, ich möchte nicht noch mehr. Gut, wir rufen Epona. Oh. Wieso muss das eine Pflichtszene sein? Ich roll in dich! Okay. Und es kann losgehen. Wir müssen nämlich wieder Ziegen reinhauen. In den Stall.
La 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 la. Ziegen rein, Hauen in den Stall. Du sollst auch mit. Es gibt immer eine Ziege, die sowas von bockig ist. Rein mit dir. Komm, das haben wir gleich. Eine ist, glaube ich, noch vorbeigelaufen. Ja, es ist die da hinten. Du sollst zurücklaufen, nicht... Bist du vollkommen verschissen blöd, oder wie? Go, 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 go. Go. Ihr geht alle rein. Und du gehst auch noch rein. Danke. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und dann werden wir nach Hyrule kommen. Also, bis später.